Wenn der Cthulhu-Mythos euch gepackt hat und ihr in die Welt von H.P. Lovecraft einsteigen wollt, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Wir zeigen euch verschiedene Literaturen von Autoren wie Lovecraft, Robert E. Howard oder Clark Ashton Smith, Hörbüchern, Games und Brettspielen, um euch den Einstieg hiermit zu erleichtern. Werdet mit einem Abo Teil des Mythos, lasst euch verführen in eine Welt voller Wahnsinn und Grauen. Alles, was wir euch hier empfehlen, verlinken wir euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ebenso soll das kein Verkaufsvideo sein. Alle Produkte, die wir euch hier vorstellen, besitzen wir selbst und sind davon genauso gut überzeugt. Viele haben es sich gewünscht, wir liefern. Howard Phillips Lovecraft gilt mit seinem Werk und der Erfindung des Cthulhu-Mythos als einer der einflussreichsten Autoren fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts. Nach seinem Tod entwickelte sich der amerikanische Autor zur Kultfigur und erfuhr große Anerkennung in allen erdenklichen Richtungen. Seine Arbeiten sind in Millionenauflage verbreitet und genießen weltweite Verehrung aller Art. Der Einstieg mag zu Anfang etwas schwierig sein und die Frage, ob der Schreibstil sowie die Art der Erzählung eines Autors gefällt, ist eine fundamental wichtige Frage. Für den Start in den Mythos empfehlen wir deshalb jedem, der sich noch nicht sicher ist, immer H.P. Lovecraft, die besten Geschichten im Taschenbuchformat vom Anaconda Verlag. Dieses Buch versammelt 12 seiner besten Geschichten, wie Cthulhus Ruf, das Grauen von Dunwich, die Ratten im Gemäuer sowie die Musik des Eric Zahn. Der Preis liegt derzeit bei rund 5 Euro und sollte für den Einstieg erstmal kein Problem darstellen. Wer schon einen Schritt weiter ist und sich für die fantastischen Meisterwerke des amerikanischen Kultautors entschieden haben, sollten sich das Gesamtwerk im Schubert anschauen. Sämtliche Romane, Erzählungen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Mit insgesamt 102 Geschichten, einigen Illustrationen und einer fantastischen Aufmachung. Aus meiner Sicht ein absoluter Hingucker. Er ist mit 70 Euro zwar nicht ganz billig, aber damit komplett. Und wohl für die meisten das Richtige. Ihr wollt gerne auch andere Autoren lesen, die den Mythos aufgreifen? Kein Problem. Robert E. Howard gilt mit seinen Geschichten um Helden wie Conan der Barbar oder Solomon Kane als der Begründer der modernen Schwert- und Magiefantasie. Als Brieffreund von H.P. Lovecraft wurde er durch den Meister des Schreckens zu vielen Erzählungen inspiriert. So hat der Festa Verlag eine Zusammenfassung von Geschichten zum Cthulhu-Mythos von Robert E. Howard rausgebracht. Ebenso prägen die halluzinatorischen Erzählungen von Clark Ashton Smith durch eine Faszination des Verfalls und der dunklen Unvermeidbarkeit des Grauens eines Edgar Allan Poe. Mit Erzählungen wie die Geschichte des Satam Prazeiros oder das Tor zum Saturn. Zur Info, Kreaturen seiner Erfindung sind Forgomon, Mordigan, Zatogua sowie der Zauberer Ibon. Mit dem Kurzgeschichtenband von Robert W. Chamber, ein gelungenes Werk in der Manier von H.P. Lovecraft, der König in Gelb, erzählt von einem furchtbaren Buch, das jenem, der darin liest, Wahnsinn und Tod bringt. Bemerkt man die Gefahr, ist es längst schon zu spät. Die Gestalt des Königs in Gelb ist im Cthulhu-Mythos als Avatar von Hastur bekannt. Wenn ihr euch traut, einen Blick auf das gelbe Zeichen zu werfen, solltet ihr auch da mal einen Blick reinwerfen. Den Festa Verlag solltet ihr generell mal im Auge behalten, da gesammelte Kurzgeschichten von anderen Autoren dort für limitierte Auflagen für kurze Zeit immer mal wieder rausgebracht werden. Für Experten und wahre Fans, die noch einmal einen draufsetzen möchten, können wir den ersten Teil der Reihe H.P. Lovecraft, das Werk, empfehlen. Es ist ein gewaltig ausgestattetes Buch, in dem viele der wichtigen Arkham-Erzählungen in sorgfältiger Neuübersetzung enthalten sind. Rund 300 oft vierfarbige Abbildungen zeigen Originalillustrationen, Cover, Filmplakate, Originalschauplätze und vieles mehr. Über 1000 Anmerkungen beleuchten sämtliche Aspekte von Lovecrafts Leben und Werk. Die definitive Ausgabe für alle Lovecraft-Fans, Horrorexperten und Freunde schöner Bücher. Eine Neuübersetzung aus der Feder zweier ausgewiesener Lovecraft-Kenner. Das Werk ist mit 80 Euro nicht gerade billig, ebenso ist es auch nicht komplett. Definitiv aber ein starkes Buch mit vielen Hintergrundinformationen und Bildern. Der zweite Teil des Werkes ist für Ende September 2021 angekündigt, der nochmal das gleiche kostet. Definitiv eher für Leute, die den Schubert schon kennen oder wirklich mehr als nur die Geschichten Lovecrafts lesen wollen.
Wir besitzen ihn auch, da uns doch die ein oder andere Information locken und, naja, wir euch in unseren Videos natürlich nichts verheimlichen wollen. Für uns definitiv ein Muss. Wenn ihr Fans von Zeichnungen und schönen Illustrationen seid, dann solltet ihr euch den Mythos im Manga-Format mal anschauen. Manga? Ja, richtig. Vom japanischen Künstler Gō Tanabe wurden diese Werke in atmosphärischen und detaillierten Schwarz-Weiß-Zeichnungen als Manga adaptiert. Tanabe haucht den Geschichten durch seine Kunst neues Leben ein und unterstreicht diese teils beklemmende Horrorgeschichten von Lovecraft mit seinem besonderen Stil. Für seine Lovecraft-Adaption wurde Gō Tanabe preisgekrönt. Die wachsende Fangemeinde liebt vor allem die anfänglichen Mysterien, die es in den Geschichten zu ergründen gilt, bis der Horror plötzlich vor der Tür steht. Wer also auf Manga steht und Lovecraft mit tollen Illustrationen lesen will, sollte definitiv einen Blick auf die Manga-Adaption von Gō Tanabe werfen. Seit Anfang 2021 sind 6 Bücher, unter anderem Die große Rasse von Yid, Die Berge des Wahnsinns Teil 1 und 2 und Der leuchtende Trazupeeda erhältlich. Diese ersetzen natürlich nicht die geschriebenen Geschichten Lovecrafts, daher empfehlen wir definitiv, den Mythos ebenso zu lesen. Es ist aber definitiv eine großartige Ergänzung des Mythos. Verdammt hochwertig und verdammt gut gemacht. Die ersten 5 zieren derzeit auch meine Vitrine. Wenn ihr lieber im Hören dem Wahnsinn verfallen wollt, ist dies auch kein Problem. Ich selbst besitze die Bibliothek des Schreckens, die 3 große Teile umfasst. Cthulhus Ruf, der Schatten über Innsmouth sowie die Berge des Wahnsinns. Jeder Teil besitzt einen großen Titel und weitere Geschichten Lovecrafts und auch anderen Autoren wie Robert E. Howard oder Christian von Aster mit dem Porträt Torquemadas. Gesprochen werden die Geschichten von Künstlern wie David Nathan, Joachim Kerzel und Lutz Riedel. Für die, die es mit Namen nicht so haben wie meine Wenigkeit, kurz zu den Sprechern wie David Nathan. Die Stimme von Bruce Wayne aus Batman, Jack Sparrow, Paul Walker in The Fast and the Furious, Royal Mustang aus Full Metal Alchemist oder Piccolo aus Dragon Ball Z. Joachim Kerzel als Meister der Stimme in vielen Hörbüchern und Videospielen, unter anderem zu Star Wars, Der Krieg der Sterne, Kaiser Uriel Septim aus der Reihe Zelda Scrolls Oblivion oder dem Lehrsucher Cho in World of Warcraft Mist of Pandaria. Mit toller Komposition, ein Meisterwerk für die Ohren, ist die Bibliothek des Schreckens eins meiner Lieblingshörbücher. Es gibt natürlich auch noch andere Hörbücher wie das Gruselkabinett oder die Chroniken des Grauens. Da ich diese aber nicht gehört habe, kann ich euch dazu auch leider nicht wirklich was sagen. Wenn ihr mehr dazu sagen könnt, schreibt's doch für unsere Ordensmitglieder in die Kommentare. Wenn ihr Interesse an Videospielen habt und selbst in die Tiefen des Grauens abtauchen wollt, solltet ihr mal einen Blick in Call of Cthulhu werfen. Ein Survival-Horror-Game, das von Cyanide entwickelt wurde und von Focus Home Interactive für die Konsolen wie für den PC vermarktet wird. Das Spiel setzt auf psychologischen Horror und den Cthulhu-Mythos, der von Lovecrafts Kurzgeschichte Call of Cthulhu inspiriert wurde und eine Adaption des gleichnamigen Pen-and-Paper-Rollenspiels von 1981 ist. Ein weiterer Titel ist The Shore, ein Spiel, das sich auf dem Geheimnis des Unbekannten auf einer verbotenen Insel mit Horrorelementen konzentriert. Die ganze Geschichte basiert auf einer Mythologie, die tief durch Lovecrafts Kreation und darüber hinausgeht. Eine Welt, die durch ein fesselndes atmosphärisches Gameplay, albtraumhaften Lovecraft-Wesen und Schreckelementen eine albtraumhafte Nacht bescheren kann. Versucht zu überleben, um die Geheimnisse hinter dem Geheimnis seines eigenen Verstandes aufdecken zu können. Beide Titel haben wir auf dem PC gezockt und ich muss sagen, es hat einfach gefallen. Wenn ihr Fans von Brettspielen seid, so legen wir euch eins unserer Lieblingsspiele aus dem Hause Fantasy Flight nahe, das Arkham Horror Kartenspiel. Ein kooperatives Living Card Game, das in der Kulisse des Lovecraft Horror spielt. Während die großen Alten Zugang zu unserer Welt suchen, arbeiten die Spieler daran, arkane Mysterien und Verschwörungen aufzudecken. Mit nicht nur alternativen Enden und einer großen erzählerischen Story ist dieses Spiel ein Genuss für jeden Storyliebhaber.
mit vielen tollen Illustrationen zum Mythos. Mit dem Pfad nach Carcosa, dem Grauen von Dunwich und vielen weiteren Szenarien ein absoluter Atmosphärenkracher. Den, wenn er euch interessiert, wir auf unserem Zweitkanal Bradman auch vorstellen. Das Video dazu werden wir euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr Pen & Paper Fans seid, solltet ihr definitiv einen Blick in die Werke Cthulhu im deutsche Ausgabe vom Pegasus werfen. In diesem Spiel voller Geheimnisse, Rätsel und Schrecken schlüpfen die Spieler in die Rollen standhafter Ermittler, welche zu merkwürdigen und gefährlichen Orten reisen, üble Pläne enthüllen und sich gegen die Schrecken der Nacht stellen müssen. Hier sei gesagt, dass es sich um ein riesiges Pen-and-Paper-Game handelt und dass die Geschichte gespielt und nicht gelesen wird. Wenn ihr euch genauer darüber informieren wollt, so können wir euch den Kanal Orkenspalter TV empfehlen. Dort wird ausführlich darüber gesprochen und auch gespielt. So könnt ihr entscheiden, ob ihr persönlich in die Fußstapfen der Ermittler treten wollt, um den Wahnsinn selbst zu erleben. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Welt des Mythos geben und euch helfen, das Richtige zu finden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt euer Anliegen in die Kommentare. Denkt dran, dass es sich hierbei lediglich um unsere eigene Meinung handelt. Wenn ihr weitere Empfehlungen habt, schreibt sie gern unter dem angepinnten Kommentar für die anderen in die Kommentare. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.